Heute macht der obligatorische Nasenschniefer, so wie fast in jedem Video, was ihr jetzt festgestellt. Jo, servus Leute, der Opi ist mal wieder on the road. Heute macht der obligatorische Nasenschniefer, so wie fast in jedem Video, was ihr jetzt festgestellt habt. Heute macht er mal seine Skitour Neuhofzenn. Skipistentour Neuhofzenn. Hat er jetzt so umberechnet, dass mehr Uphills und nicht mehr so viele Downhills dabei sind. Punkt 1, an der ersten neuralgischen Hindernisstelle bin ich hingekommen. Dann habe ich gesehen, das ist eigentlich gar nicht der offizielle Weg, der geht nämlich weiter vorne los. Und das letzte Mal bin ich da über die Baumstämme drüber, weil ich gemeint habe, das ist der Weg, aber das ist er gar nicht. Jo, jetzt bin ich am ersten Trail gekommen. Navigation war wieder eine echte Katastrophe. Und da halt einfach nicht denken, wenn halt der sagt 200 Meter rechts abbiegen. Muss man das halt einfach machen, weil sonst kommt er nämlich selber durcheinander. Also, der Trail mit dem Fuchs, da geht's jetzt runter Richtung Neuhofzenn. So, komm mal oben an der Skipiste, Bergstation sozusagen. Da sind wir jetzt gerade am Ochsenweg. Ein paar so Junge sind entgegengekommen. Mit Mountainbikes ist ja normal, ne? Haben wir da wegen so eine Downhill-Session gemacht, aber drunter meint, waren drunter, nein, waren da noch ein paar Mädels dabei. Mit ihren Tiefeinsteiger. Ich da schick, schmeidig abhillmäßig nach vorne und die sind da runtergebrochen. Unten war es dann, wird es dann ein wenig eine feuchte Wiese. Ich hoffe, dass die mit ihren Trekking-Profilen da irgendwann nochmal zum Stehen kommen. Bin ich jetzt mal runtergefahren, einige werde ich definitiv von der Liste streichen, andere habe ich, einen neuen habe ich dazu gefunden, den habe ich jetzt gleich noch mal schnell gefahren, ganz schnell umgeplant, aber laut Garmin-Karte waren wir jetzt mal überall, wo ich mit Komoot geplant habe. Also ich habe jetzt gerade mal so einen ultimativen Downhill-Trail gefunden und zwar geht es jetzt da und das ist so eine Rückegasse, da haben die anscheinend irgendwelche Bahnen raufgezogen oder so. Aber einmal bin ich jetzt schon runtergefahren, das ist eine krasse Geschichte. Da bereue ich schon wieder, dass ich meine Kamera nicht dabei gehabt habe. Aber bevor das noch gut zuwächst, dann wieder alles, werde ich da glaube ich nochmal mit Kamera runterfahren müssen. Jetzt, der Obi ist jetzt gleich daheim. War wieder mal eine geile Tour. Erste Umplanung hat nicht ganz so richtig funktioniert. Werde ich nochmal planen müssen und nochmal fahren müssen, weil ich habe da noch einige Strecken gefunden jetzt, die wohl noch geiler sind und ja. Muss ich mal schauen, ob das dieses Jahr noch was wird. Zecken, Disteln, Brennnesseln, Rosen, Donnerbüsche, war wieder alles dabei. Ist mehr oder weniger ohne Blut abgelaufen. Und Ochsenweg ist, habe ich jetzt kein einziges Mal runtergefahren. Die ganze Zeit immer bloß uphill-mäßig genutzt. Wieder eine ganz coole Kiste, weil da was man, auf was man kommt, das ist alles gut ausgebaut. Und jetzt noch Spruch der Woche, Wort zum Sonntag. Jungs, Brüste sind für Männer genauso wie Laserpointer für Katzen. Denkt mal dort drüber nach. Also schön, dass ihr dabei wart. Servus!